Spaß. Du sagst es, Donald, und damit Wasser, Leute. Hier ist wieder Draklinus mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt von Kingdom Hearts 3. Ich muss euch vorwarnen, schon direkt ein Wort zum Anfang. Wenn ihr es nicht mögt, könnt ihr gerne abschalten. Also, folgendes. Ich werde heute nur Inseln besuchen. Keine Story machen, nur Inseln besuchen in der heutigen Folge. Wir schauen mal, wie weit ich komme. Und ja. Prepare to set sail. Ich würde mal sagen, Schatztruhen öffnen. Donald, alles okay? Das gefällt ihm nicht. Schatztruhen öffnen, dort bin ich schon gewesen. Glücksembleme suchen. Und ich würde sagen, diese Horseshoe lasse ich mal aus. Soweit ich das dann offscreen gesehen habe, kann ich halt nur namentliche Inseln bereisen. Mit anderen Worten, das da geht nicht. Den Gateway of Regret, da gab es nur diese eine Kiste. Also gehen wir zur Sandbar Isle. Na los. Hopp, hopp, das ist da hinten. Ich habe hier jetzt den Schiffsboost. Oh. Na dann. Fire in the hole. Au, ich bin 35. Ich muss meinen Level-Stopp anmachen. Boom. Our friends are waiting for our help. Jack said Shipwreck Cove, right? Let's go! I don't think so. Boah, ich weiß nicht, wie viele Level ich hier machen kann, aber ich würde mal sagen, dass ich meinen Skill so schnell wie möglich ausrüsten sollte. Warte mal, welche von den beiden ist denn jetzt Sandbar? Das ist Ship's End, wo ich hinfahre. Ich meine, ich war zwar gerade kurz versucht, aber ich brauche nicht. Na, mit nahezu 10.000 werde ich schon nicht aufleveln, so schnell. 195 weiße Krabben für die nächste Stufe nur noch. Yo, ist denn das zu fassen? Absolut. Warum bin ich hier auf Level 3 gekommen? Das war doch der Hintergedanke. Jo. So. Macht der auch noch was? Da hinten ist ja noch einer. Was? Meine Kanonen. Ich kann dort nicht hinzielen. Auch noch einen Schuss, komm schon. Na gut, zwei. Hear my call! Hear my call! Warum jumpt unser Schiff überhaupt? Boah, direkte Rammung! Ich wurde vom Gott Ramses gesegnet. Der sagte einfach, hier haben sie ein Schiff, nehmen sie diese Attacke und dann sehen sie die Gegner. Das gegnerische Schiff Ramse es. Deswegen heißt er auch so. Ist doch ganz klar. Ich bin falsch. Da hinten. So, ich hoffe, wir sind jetzt gleich mal durch. Aber das sieht gut aus. Voll rammen. Komm schon. Juhu. Was? Ich darf nicht aussteigen wegen diesen Drecksäcken. Fire. Fire. Also wirklich? Haben sie denn keine Manieren? Let's do this. Ja, dann darf ich aber Zielfeuer anmachen, ja? Ein bisschen zu spät, aber egal. Wir sind durch. Oder? Nein. Da hängt noch eins auf der anderen Seite der Insel fest. So. Jetzt schnell weg hier. So, als allererstes. Es war ja schön, aber... Ups. Das war die falsche Taste. Aber irgendwann muss halt alles Schöne enden. So. Sehr gut. Hat noch was gescheckt. Passende Beschreibung.
Ja, und ich sehe schon die ersten Truhen. Sind das drei? Oder zwei? Oh, natürlich. Haben. Ich wollte schon sagen, den Runterhaken, den beherrsche ich doch. So. Ich meine, wer weiß, wofür es gut ist. Vielleicht werde ich es dann sonst irgendwann bereuen, wenn ich nicht alle Krabben einsammle und da muss ich 20 Jahre grinden oder so eine Geschichte. Das ist die Karte. Der Sandbankinsel. Ob da unter Wasser auch Schätze sind? Ich schätze mal schon, ne? Auf jeden Fall. Ist this a good spot to find some ingredients? Warte mal. Priorität. Warum noch normal kämpfen, wenn man Magie hat? So. Okay, das war ja schon mal eine Truhe. Gibt's heute Krabbensalat, habe ich gehört? Yummy. Puren Krabbensalat, nichts anderes. Natürlich. Ich glaube, die werden mich ein bisschen nerven. Oh. Ingredients. Ach komm. Achso, ich bin hier unten. So, jetzt passt's. Musste nur auf meine Unterwasserset wechseln. Ich wusste doch, es ist was gut, dass ich das nicht rausnehme. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das noch längst nicht alles ist an Truhen. Ich weiß nicht, es macht mich skeptisch, dass es hier so viel unter Wasser gibt. Ja, da ist ja schon eine. Jo, sehr gut. So, ich habe den Anker gerade für eine waschechte Leiche gehalten. Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es sowas ja mal in Kingdom Hearts 3. Kann ja mal hoffen. Kann ja mal träumen. Uff. Gibt's hier noch eigentlich da hinten was? Ich meine, wenn ich schon mal dabei bin. Sieht eigentlich nicht so aus. Generell ist die Insel ziemlich leer. Es sei denn, ich verpasse hier 20 Sachen. Was ich nicht für unwahrscheinlich halte. Ist das was? Nee, das ist nur ein Seestern. So ein Dreck. Ah, ich hänge fest. Ich jag hier Phantome. Es kann echt sein, dass es hier nichts mehr gibt. Weiß, vielleicht sind Sachen hier einfach nur gut versteckt. Ich bin kurz mal aus dem Bild geschwommen. Don't mind this.
Immer nur ganz kurze Stöße geben. Warte mal, ist das was? Oh, auch nicht. Ich meine, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass ich hier nicht gewesen zu sein scheine. Diese Insel ist hammer schlimm. Wie kann ich mir denn hier jemals bei so einem weitläufigen Wassergebiet, wie kann ich mir denn da jemals sicher sein, dass ich auch ja alles mitnehme? Na. Egal. Das ist eine offene Truhe, die ich da sehe. Gut. Gut, gut, gut. Oder nicht? Ich weiß es nicht. Da ist eine Truhe. Guck mal, eine habe ich noch gefunden. Und noch Orichalkum sogar. Ich meine, ein Orichalkum natürlich. Als ob ich das jemals aussprechen können werde. Ob hier außen nicht auch noch welche sind? Uff. Könnte doch auch sein. Das bedeutet ja schon, zumindest schon mal, dass ich hier Ingredients finde. Ob noch irgendwas anderes ist, fraglich. Oma! Eine richtige Meerjungfrau. Der Fischschwarm hat mich verfolgt. Was ist denn los? Die wollen gefressen werden. Well, I guess. Oh, das ist Ende, wenn es so tief runtergeht. Gut, ich würde mal sagen, dass es hier jetzt effektiv nichts gab. Warte mal. Das sind nur diese. Da kommen nur MP-Kugeln raus aus denen. Ich brauche die mit den Krabben. Die haben dann aber auch immer Krabben am Stamm. So. Uff. War echt back off. Ich will euch hier nicht haben. Ihr seid unwillkommen. So. Ach so, ich bin auf dem falschen Set. Natürlich. Da habe ich ja keinen Blitz gar. Also letztendlich hilft das unter Wasser nur, mich zu verwirren. Aber auch nur, weil ich es nicht umschalte. Du siehst diesen Stab nicht. Er ist nur eine Illusion. Mann, das lohnt ja fast gar nicht. Der ist ja schon tot. Kommt wieder, wenn ihr eine Combo aushaltet. Gee. I bet we'll find some ingredients around here. You might be right. Let's see. Ich weiß nicht, ist da was? Yo, Goofy! Mann über Bord! Ja, ich glaube, den werden wir nie wiedersehen. Ich glaube, ich frag besser nicht. Ha. Warte mal. Tatsache. Mein erstes Unterwasser-Emblem. Und ich muss es mir erkämpfen?
Wurde der gerade ernsthaft aus meiner Schussbahn gekickt? Leute. Oh, eine Truhe. Jo, Mietgesteine, noch und nöcher. Wie gut ist das denn? Und das ist noch ein Hummer. Also, ich mach. Nein. Nein, jetzt meißelt er schon Höhlen in Form von seinem Gesicht. Mickey. Na, wer weiß, vielleicht ist es auch Minnie und sie dreht durch und reist durch die Welten und macht das alles. Ich schäre mein. Ich meine, sind die verheiratet? Ich verliere meinen Mann oder meinen Freund. Keine Ahnung, was es jetzt genau ist. Weiß ich auch nicht so genau. So sehr. Die ganze Welt muss es erfahren. Alle Welten. So in der Art stelle ich mir das vor. Du Scheiße. Wie viele Kisten sind das? Nun, das erklärt, warum es in dieser Welt 56 gibt. Adamant. Freudenkristall. Elektrum. Also das höchste Schlüsselschwert-Upgrade-Material sogar. Sind ein paar von denen fake? Jetzt kommen da auch noch Krabben raus. Das muss man mir doch sagen. Jo, da kommen einfach mal auch Krabben raus. Aus denen da oben auch? Oder nur aus manchen? Die ist fake, die darf man nicht öffnen. Hallo? Ah. Du musst Adamant sein und einen ganz spezifischen Winkel ansteuern. Sind wir denn jetzt durch? Also, die Sandberg-Insel war definitiv eine Schatzinsel, wenn ich mal eine gesehen habe. Das ist nur noch die Frage, ob wir hier rauskommen. Alter, und gleich zwei Embleme. Warte mal. Ah ja, ich habe auch schön nebenbei mal alle meine Neumarkierungen gelöscht, damit wir auch wirklich mal sehen, was wirklich neu ist. Schon wieder Donald im Bild. Oh Mann. So, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich mit Schätzen, was diese Welt angeht? Oh, ich habe nebenbei die letzte Herkules-Tor mal gefunden. Arendelle, die Karibik hier. Ja. 38 von 56 ist ja schon mal keine schlechte Bilanz. Will ich mal so sagen. Aber da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Dann wiederum, wie viele Inseln habe ich noch? Ah, warte mal. Warte mal. Das Anfangsgebiet Port Royal. Die erste Insel und die zweite Insel. Was sind denn die Karten? Isla de Mastiles, Sand. Die sind absolut nicht mal geordnet. Verdammt. Das ist das, was ich befürchtet habe. Die Thron sind eigentlich immer irgendwie ein bisschen geordnet gewesen bis jetzt. Oh Gott. Gerade wenn es auf die größten Welten zugeht. Jo. Enter über Bord. So, jetzt ist nur noch die Frage, was wir auf dieser Seite haben. Mal gucken. Wenn es so tief runter geht, kann man da nichts mehr machen. Außerdem haben wir schon die Weltkarte. Das bedeutet, hier runter zu springen war ein großer Fehler. Na egal. So denn? Ich habe hier 100 pro was vergessen, aber ich könnte es euch nicht mal sagen. Vor allen Dingen das Wassergebiet ist so weitläufig. Ship's End, direkt voraus. Dort, wo ich eben schon fast hingegangen wäre. Das sagen die normalerweise nur über den Ort, wo wir die Story weitermachen würden. Lustig. Oh. Natürlich. Jo. Versteh schon, ihr wollt mich tot sehen. Aber ich euch auch.
Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Respektiert das bitte. Das ist nur meine Meinung. I call wins. And I call dips. Warte mal. Die Gegner haben Wins gemacht. Und ich Wins? Um Gnade. Der hat ein paar mehr Lebensleisten, oder? So, den machen wir jetzt mal für den da. So, perfekt. Und ich bin schon da gewesen. Das war schon die richtige Küste, wie es aussieht. Oh Mist. Auf die Weise mache ich es wirklich zu Ship's End. Wenn ich reiß ich mal gegen donnere. So. Kannst ja mal versuchen. Sehr schön. Da unten ist schon eine Truhe. Muss ich da ja nur noch irgendwie reinkommen. Kann man das überhaupt? Wie soll ich denn... Ah. Indem ich mich da irgendwie hoch frickel. So wie ein Cheaten. Ah. Dafür mache ich das. Na dann. Oh. Es gab... Da war nichts drin. Das finde ich jetzt aber schon ein bisschen frech. Diese Truhen gibt es nicht mehr so oft, als dass man das andauernd machen könnte. Und es gibt hier so viele Truhen in der Welt, wo soll ich die denn alle finden, wenn ich öfters so ausgefaked werde? Nebenbei ziehe ich Kristall. You betcha. Hoho. Ich kann in dieses Schiff nicht rein. Oh! Ich sehe da schon was. Das Problem ist, dass diese Blicks, Samtas, Rumbas, Mambos, was auch immer, die jetzt genau sind, Blitzimmun sind. So, wa. I bet you there's a lucky damn bomb here. Right behind you. Oh, natürlich. Das sind die Blitzresistenten. Natürlich. So. Gut. Ach, eine Höhle ist hier auch noch. Aber erstmal habe ich hier noch zwei andere Schiffe. Das kann ich wohl auch nicht rein. Das ist ein eindeutiges Nein. Ich frage mich, ob Mickey oder Minnie diese Schiffe hier versenkt hat. Immerhin war auch da ein Lucky Emblem. Also er weiß. Okay. Nein, ich wollte gerade sagen, mir bleibt scheinbar nur die Höhle, aber das stimmt gar nicht. Denn hier ist auch noch eine Kiste. Eine große. Ich wollte schon sagen, nimm bitte auch das Wichtige mit. Oh. Na toll. Ich weiß nicht mehr, ob die nötig ist. Hummer! Ich muss den Charmeur echt lieben. Stop.
Au. Aha. So. Manchmal muss man der Sache halt auf den Kern gehen. Oh. Kann wieder nicht auftauchen. Oh je. Oh. Warte mal, ist das das Schiff? Ich meine, es war eine Truhe drin, also irgendwie muss ich ja reinkommen. Na, sehr gut. Auch noch eine Kiste. So. Ich werde jetzt nicht wegen jeder Kiste ausrasten. Hauptsächlich nur, wenn da Gruppen sind. Oh. Das muss die Kiste sein, die ich schon gesehen hatte. Ha! Eindeutig. Das kann ich auch von der anderen Seite in das Schiff rein. Nun dann. Ich glaube, das war's. Set sail. Was, das ist schon wieder fast eine halbe Stunde Aufnahme? Wo ist die Zeit denn hin? Okay, die nächste, das wären die Huddled Isles. Dort, wo wir unser Schiff gefunden haben, wo wir mit Jack überhaupt angefangen haben. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob es da überhaupt noch was gibt. Ich meine, ich sollte mal gucken. Wobei, ja. Jetzt, wo ich gerade so drüber nachdenke, ich habe die Insel nochmal abgesucht. Offscreen, stimmt, da war eine Truhe, die ich nicht hatte. Da bin ich jedenfalls fast überzeugt von. Schauen wir mal. Halt die Klappe! Du kannst das Schiff ja selbst steuern, wenn du unbedingt willst. Dass wir hier sicher irgendwo ankommen. Denn mit mir hast du da keinen Garant drauf. Gehen einfach die ganze Zeit voll Power, weil warum auch nicht? Jo. Also, das wäre schon ein Grund, aber. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Was? Hab ich gerade auf die Insel geschossen? Ups. Oh. Danke. Oh, wow, das war heftig. Also, es war irgendwo hier bei dem Schiff gleich. Muss mal gucken. Ich meinte, dass ich sie nicht hatte. Ich war da unten bei den Quallen. Und dann hier unten irgendwo. Tatsächlich. Auch hier. Die Sache ist, wir sind hier schon mal gewesen. Und das ist ja super interessant. Also, die Karibik habe ich zweimal gespielt nebenbei. Ich habe die andere Datei in Arendelle quasi abgesplittet. Mit anderen Worten, die Karibik habe ich zweimal gemacht. Und ich habe zweimal denselben Fehler gemacht, dass ich die eine Truhe mitnahm und die andere vergaß. Das ist ja super. Oh Gott. Ich meine, das ist mir einmal passiert. Okay, aber zweimal. Uff. Was sagt das über mich aus? Dass ich nichts aus meinen Fehlern lerne? Na gut, ich wusste ja noch nicht, dass ich ihn gemacht hatte. Okay. Exile Island, da hätte ich die untere Riege komplett weg.
Exile Island. Hinter den spitzen Felsen, so um den Dreh. Alright. Nein, nicht alright, Sora. Um. Das ist mein Move. Darf ich den patentieren lassen? Oh Gott. Kommt direkt auf mich zu. Als ob da... Das war doch ein direkter Treffer mit Schwachpunkt und allem. Und jetzt habe ich den Schwachpunkt nicht mal gesehen und getroffen. Was? Okay. Vielleicht war es einfach nur ein Spätzünder. Gehen wir doch damit. Oh, ich glaube, das ist sie. Fünf? Oh Gott. Hear my call. Keep going, Sora. Yo. Und der Windjäger. Sie suchen auf jegliche Reichweite. Absolut. Okay, scheinbar doch nicht jegliche Reichweite. Da gibt es einen, der es tatsächlich geschafft hat zu entkommen. Ich hab den sogar noch... Keiner der Schüsse war auf ihn gerichtet. Und die haben trotzdem alle getroffen. Jo. Ich wollte nur die Geschosse abwehren, das war alles. Donald, halt die Klappe. Er muss irgendwie immer schreien. Verdammnis und Tod. Natürlich. Jo, Level 7. Ich weiß zwar nicht, was das Maximallevel ist und ob ich es aufleveln muss, der Komplettierung halber. Aber es versuchen soll ja auch mal nicht schaden. Oh. Ja, ich auch. Gut, ich stell dir vor. Irgendwie eine Riesenmenge. Die Sache ist, ich krieg zwar keine Erfahrung durch das Gegner bekämpfen, aber das Kämpfen an sich macht so viel Spaß, dass ich da überhaupt keine Bedenken bei habe und es gerne nochmal mache. Au. Oh, ich auch, Goofy, ich auch. Guck dir das mal an. Dürfen wir mal ein Fass aufmachen hier? So, da lebt doch noch jemand, ha? Huh? Oh, da killen wir ihn. Na bitte, so macht man das. Oh. Now you mock me? Und da hinten ist noch einer. Ich glaub's ja nicht. Na dann setzen wir mal eine Lightshow an. Ich habe jetzt 100 pro die Krabben, die da waren, freigesetzt, oder? Ja, natürlich habe ich das. Hier, wenn da noch einer ist, kann er den haben. Und er versucht noch zu entkommen. Sau. Absolut nicht. Dann hört das mal auf hier. Ups, das waren die Krabben. Immer dieser Krähen-Ben, der immer Kra macht. Zwischendrin. Aber was jetzt? Ich will mich hier mal umgucken. Hier spawnt jetzt noch was nach. Diesmal bitte ich so ein bisschen drum.
Da wird das halt mein glorioser Kistenöffner. So. Ich glaube, man merkt doch so ein bisschen, dass ich das Schlüsselschwert lieb gewonnen habe. Nebenbei, wir haben das Arendelle Blade gar nie eingesetzt. Verdammt. Außerdem macht es mich stutzig, dass ich schon eine Weile kein Lucky Emblem mehr hatte. Und eine Kiste habe ich hier auch noch nicht entdeckt. Ist hier vielleicht ein Rumversteck von Jack Sparrow? Leute, ich glaube fast, auf dieser Insel ist einfach nichts. Ich meine so wirklich gar nichts. Zeitverschwendungsinsel. Ah, eine Sache war da doch. Gut. Na. Das war die falsche Taste. Ich liebe es, so von diesen Inseln wegzutischen. So, ja. Ja. Habe ich hier einen Save Point? Oh, ich weiß nicht, ob irgendeine der restlichen vier Inseln einen Save Point hat. Also, die vierte weiß ich, ja. Aber wenn ich dahin gehe, dann werde ich ein weiteres Event machen müssen. Da wird sofort ein Kampf initiiert. Also werde ich. Das ist sowieso nicht so weit weg von den Inseln. Hierhin, wo wir gestartet sind. Da ist ja ein Safe Point. Also Leute, ich verabschiede mich für diesen Part, soll das heißen. Danke fürs Zusehen. Kommt hier nicht vergessen. Dragline ist over and out. Im nächsten Part gibt es mehr Inseln erkunden. Und ich verspreche schon mal für den übernächsten Part, dass ich endlich eine offene Rechnung begleichen werde. In Form. Und egal wie weit ich komme, in Form von einem kompletten Part. Es sei denn, ich bin zu schnell fertig. Von diesen Classic Kingdom Minispielen. Von diesen. Game & Watch verschnitten. Das gibt's auf jeden Fall im übernächsten Part. Da muss ich euch vorwarnen. Aber danach. Vielleicht noch die letzte Insel, wenn da noch irgendwas übrig ist. Aber ich weiß nicht. Es kann sein. Je nachdem, wie groß die sind, kann es sein, dass ich rechtzeitig fertig werde im nächsten Part. Und danach geht's endlich mit der Story wieder weiter. Also dann, tschüss!